have you ever felt? Are you listening? Damn. Ja, hallöchen, liebe Leute. Willkommen zurück bei Minecraft mit eurer Nizi. Wir sind ja hier irgendwie noch in dieser blöden Höhle drin. Oh, hier ist eine Spinne verreckt irgendwie. Ich glaube, mein Sound ist ein bisschen sehr laut. Ja. So, ich hoffe, das ist besser so. Wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit. Ja, super. Spitzhacke kaputt. Ach. Schön. Greif mich doch mal an hier. Ach Leute, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier in dieser Höhle zu sein. Aber gut, nun sind wir hier drin. Und ich finde dich raus. Ich werde mir auf jeden Fall so ein Pferdchen holen. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht mehr genau, ob ich einen Sattel überhaupt da habe. Ich finde aus dieser Höhle echt nicht mehr raus. Oh. Oh. Oh, okay, ich finde aus dieser Höhle raus. Alles kein Problem für mich. Alles kein Problem. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss mal kurz Pause machen. Einen Moment mal. Okay, sorry Leute. Für die Unterbrechung eben. Ja, mich hat es irgendwie ein bisschen verwirrt, weil ich habe einen eigenen Server und mein Sohn hat versucht, hier diese Welt darauf zu kopieren, hat es aber nicht hinbekommen. Und irgendwie sah alles hier so ein bisschen komisch aus. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wo ich bin. Und ich habe wirklich Schiss gehabt, dass der hier mir irgendwas durcheinander gebracht hat. Ja. Ich hoffe, ich finde jetzt mein Zuhause wieder. Ich hätte mir vielleicht mal die letzten Folgen angucken sollen, denn ich habe wirklich schon längere Zeit nicht aufgenommen. Ah, da ist ja mein Haus. Okay. Ja, ich musste erst mal schauen. Es ist wirklich blöd. Ich würde so gerne häufiger spielen und auch, ja, dann weiß man wenigstens, wo man ist, was man gemacht hat. Aber ich kann halt leider nicht so viel aufnehmen. Weil, ihr wisst ja, ich habe halt nicht immer Zeit. Beziehungsweise nicht immer die Ruhe. Aber okay, dann muss das halt so gehen. Also die Ecke muss ich mir auch nochmal umbasteln. Keine Monster da gewesen. So, was haben wir denn jetzt hier? Können wir das Eisen noch dazu schmeißen? Alles gleich ein bisschen sortieren. Das nehmen wir mit. Nam. Ja, ich denke, das ist okay so. Und dann gehen wir mal ein bisschen schlafen. Hab jetzt auch... Ja, okay, gut. Kleine Verwirrung hier. Ich bin etwas verwirrt irgendwie. Ist heute nicht so ganz mein Tag. Ja, also ich würde gerne auf jeden Fall nochmal zurück nach Hause gehen. Und gucken, ob ich da einen Sattel habe. Da steht schon so ein blödes Skelett und da steht schon so ein blöder Creeper. Also ich habe keinen Bock auf die beiden. Wupp.
einmal getaucht. Ja, und dann gucke ich, ob wir... Was ist das hier? Warum hänge ich es? Ach, das war ja irgendwie... Keine Ahnung. Ich hing hier so... Ich weiß nicht, ob das hier mit diesem Unterwassertempel zu tun hat. Keine Ahnung. Ja, ich gucke, ob ich einen Sattel da habe. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also eine Pferderüstung hatte ich auf jeden Fall. Einen Sattel weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht kann ich ja auch sowieso noch das eine oder andere aus unserer Truhe gebrauchen. Aber eigentlich eher nicht. Uah. Ja, also das ganze Bild schwimmt hier. Ich vermute wirklich, dass es was mit dem Tempel zu tun hat. Okay, und dann werden wir uns ein kleines Gatter bauen für unser Hotte Hü. Jetzt haben wir ja das Hausschwein nicht mehr, leider. Aber wir haben ein Pferdchen, hoffe ich jedenfalls. So, da sind wir zu Hause. Oh, jetzt schön hier nochmal an den Strand legen. Ach, das wäre schön. Aber heute war es ja wirklich richtig warm. Also, was heißt richtig warm? Den ganzen Tag hat die Sonne geschienen. Da können wir doch schon mal was mitnehmen. Dann können wir uns einen Zaun draus basteln. Ja, es war richtig tolles Wetter bei uns. So, Pferderüstung haben wir. Nametag haben wir. Wie kein Sattel. Ich kein Sattel. Ach, das finde ich ja doof. Habe ich echt noch nie einen Sattel besessen? Liebe Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ach, das finde ich jetzt doof. Kein Sattel. Mann, das nervt mich. Und man kann sich auch... man kann sich auch keinen mehr basteln. Früher ging das mal. Ich hätte wetten können, ich habe einen Sattel. Oder in meinem ganz alten Haus vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke nochmal in dem anderen Haus nach. Aber da hatte ich ja eigentlich... Ach, meine Kühe. Oh Mann. Das ist doch alles Mist. Die gehen wir nachher auch nochmal füttern, glaube ich. Ganz schön viele Bäume wieder gewachsen. Aber ja, okay. Pflänzlinge hocken hier auch noch rum, die wollen nicht wachsen. Denen fehlt unsere Anwesenheit. Aber okay, wo renne ich hin? Muss mal aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo mal in so eine Höhle hier reinfalle. Nichts drin. Wie sieht's da aus? Könnten wir noch mal das Werkzeug mitnehmen. Das bringt nicht viel. Ach, einfach mal so. Na, die Schere lasse ich hier. Die haben wir mitgenommen, die Kiste. Oh, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich hätte echt wetten können, ich hätte einen Sattel gehabt. Aber ich nehme den Zaun mit. Das brauchen wir dann irgendwann mal für unser Pferd, wenn wir dann einen Sattel gefunden haben. Ist auch witzig, die Schafe rennen da hinten auch noch nackig rum. Oh Mann.
gut. Zaun haben wir genug. Fehlt nur noch ein blöder Sattel. Da müssen wir noch ein bisschen durch die Höhlen tigern. Schade. Ich hätte so gern ein Pferd gehabt. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Futter für die Kühe. Und du stirbst. Warum ist hier... hallo? Warum bist du hier draußen? Das ist komisch. Das ist echt komisch. Aber Leute, ich glaube, die Folge ist schon echt lang. Und... ich werde jetzt mal Feierabend machen. Hier, geh hier rein. Komm. Sehr schön. Ich werde Feierabend machen. Die Folge geht mit Sicherheit schon ziemlich lang. Durch die Unterbrechung weiß ich jetzt gar nicht genau, wie lange. Und nächstes Mal werden wir ein bisschen die Kühe vermehren und ja, schauen, was wir noch so alles machen. Gibt ja noch so viel zu tun hier. Also, ich sag bis denn. Bye bye. Eure Nizi. Ciao, ciao.